Freunde, neues YouTube-Video. Ihr seht es schon hinter mir. Wir sind bei Al Nassr, beim Verein von Cristiano Ronaldo angekommen. Hier ist das Trainingsgelände, zeigt gleich auch das Stadion. Wir versuchen euch mit reinzunehmen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber wir haben außen schon ein bisschen was gesehen. Und ich freue mich einfach riesig mit euch, das Trainingsgelände von Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien hautnah mit euch miterleben zu dürfen. Wenn euch das Video gefällt oder wenn euch meine Videos an sich gefallen, freue ich mich, wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke aktiviert und jetzt will ich gar nicht so viel labern, direkt rein ins Video. Freunde, ihr seht es schon, wir sind hier am Trainingsgelände angekommen. Was ich hier sehe, ja, ist ein mulmiges Gefühl, irgendwie ist das schockierend, wenn man jetzt überlegt, dass Cristiano Ronaldo hier Tag für Tag ein- und ausgeht. Ihr seht es selber, hier sind so ein paar Trainingsplätze für Jugendspieler, haben wir gerade erfragt. Das sieht schon, ja, ihr seht es selber, ich brauche da glaube ich nicht viel zu sagen. Da hinten ist das Stadion, da haben wir jetzt noch keine Drehgenehmigung bekommen. Wir waren gerade an den Toren, die haben gesagt, wir sollen morgen wiederkommen. Da hoffe ich natürlich, dass wir reinkommen. Da drin für den Profi, die Profimannschaft kann es natürlich ganz anders aussehen als hier. Nur wir sehen jetzt von außen schon das Stadion. Und jetzt, das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber das ist ein gutes Regionalliga-Stadion. So mehr ist es auch nicht. Und jetzt zu überlegen, dass Cristiano Ronaldo hier wirklich spielen soll, ist für mich schwer zu begreifen gerade. Aber ich denke mir, was in meinem Kopf ist, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Die haben 200 Millionen Euro, nehmen die in die Hand im Jahr, um Cristiano Ronaldo zu bezahlen. Ich denke mir, wenn die so viel Geld für einen Spieler in die Hand nehmen, warum macht man die Anlage nicht moderner? Wisst ihr, was ich meine? Ich verstehe das nicht. Wenn man schon so viel Geld hat und so viel Geld für einen Spieler ausgeben kann, warum macht man das Stadion komplett nicht, erneuert das Stadion nicht komplett? Oder, wie gesagt, das sind keine Vorurteile. Wir sehen morgen wahrscheinlich mehr und dann sieht es vielleicht morgen übelst krass aus. Nur, die könnten auch für die Jugendspieler meiner Meinung nach auch ein bisschen was tun. Es ist ja nicht schwer, eben ein paar Tore hinzustellen. Aber gut, ist meine persönliche Meinung. Ich zeige euch jetzt aber trotzdem noch ein bisschen das Stadion jetzt von außen, wie es von außen aussieht, damit ihr wisst, was ich meine. Ja, Freunde, das ist so ein bisschen die Parallelwelt dazu. Hier gibt es, ja, wie gesagt, solche Plätze dann auch. Die habe ich euch ja schon kurz gezeigt. Kaputte Tore, kaputte Plätze. Und im Gegensatz dazu ist hier natürlich hinten ein relativ vernünftiges Trainingsgelände. Also auch wenn das jetzt nicht High-Class Europa ist, ist es natürlich schon irgendwie so eine Zweiklassengesellschaft oder eine Parallelwelt, um das so zu formulieren. Hier ist das bittere Armut. Also ich war ja in Ghana unterwegs, da waren die Plätze zum Teil besser. Und dann wiederum hier ist es eigentlich noch ordentlicher Standard. Also sehr, sehr komisch einfach, ne? Und für die Spieler mit Sicherheit auch sehr komisch. Übrigens, Freunde, für die Leute, die es interessiert, das hier ist eine absolute Arbeiterstadt. Das heißt, hier ist relativ viel Industrie, sehr viel Verkehr direkt vor dem Trainingsgelände. Das heißt, ja, da hinten auf der Seite war es, wie gesagt, Wohngebiete, was jetzt auch weniger luxuriös, weniger modern aussieht. Hier beginnt das Arbeiterleben in Riad quasi und da ist schon der Verein. Ihr seht es jetzt schon von Weitem, Al Nassr Club und dahinter ist das Trainingsgelände. So Freunde, wir haben jetzt gerade den Anruf bekommen, wir dürfen tatsächlich jetzt doch die Innenräume filmen. Das finde ich jetzt zumindest sehr sympathisch, muss ich sagen. Und ich glaube auch, dass das so ein bisschen luxuriöser sein wird, weil ich glaube nicht, dass die CR7 in eine altbackene Umgebung reinpacken, sondern dass es sehr hochmodern sein wird und das werden wir uns gleich mal angucken. Ja, da sind ja auch noch andere Spieler als CR7. Ne? Wir haben ja das Spiel gesehen, Talisca ist überragend, die haben Luis Gustavo da, der bei Hoffenheim, Bayern gespielt hat. Also die haben schon ein paar richtig gute Kicker dabei und ich finde, das Interesse an CR7 schwindet so ein bisschen. Was ich jetzt so, ich war ja wie gesagt bei Paris und so, und da waren ja hunderte Leute vor dem Trainingsgelände, nur um die Spieler kurz zu sehen. Hier ist es so, ich weiß nicht, ob das die Mentalität ist, die Araber juckt es nicht wirklich, dass CR7 hier trainiert. Hier ist, wir haben ja CR7 rausfahren sehen und die Kinder spielen einfach ganz normal weiter, das interessiert relativ wenig. So Freunde, wir stehen jetzt hier vor den Toren, wir haben wie gesagt die Drehgenehmigung bekommen, hier reinzugehen gleich. Der Club, und boah, sieht schon krass aus, guckt euch mal, der erste Eindruck ist Luxus pur. Guckt euch mal die Kronleuchte an. Okay, Kamera überwacht logischerweise alles. Das sieht schon sehr, sehr krass aus. Hier ist sein Bruder, der jetzt nicht erlaubt, dass wir filmen. Aber das sieht schon... Ah doch, die erlauben alle. Die wissen ja, dass wir kommen. Aber ich lasse den Bruder nochmal. Guck mal. Ja, er weiß Bescheid. Und wir sind jetzt nochmal hier zum Filmen. Boah, das sieht schon sehr, sehr luxuriös aus. Sehr krass. Heftig. Und der Eingangsbereich ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Sehr luxuriös. Ihr seht schon hier einige Pokale. Die Leute beobachten uns natürlich auch. Und das ist ein bisschen unangenehm, dann immer zu reden.
Aber ich zeige euch einfach mal, was wir hier sonst noch haben. Also da hinten sieht es auch alles sehr schön aus. Sehr sauber, sehr ordentlich. Und wir gehen mal hier kurz rein, da ist noch ein Pokal. Das ist so quasi so ein Museum der Pokale. Und das zeige ich euch jetzt auch nochmal eben. Du meinst, da steht auch rechts die ganze Geschichte. Ey, das ist so unangenehm, wenn die einen verfolgen. Ich finde das so unangenehm, wenn die verfolgt. Also ja, der läuft langsam. Der läuft noch langsamer hinter mir her. Das ist so unangenehm, dass ich einfach nur hier raus möchte. Ich glaube, er hat Angst, dass du reinrennst. Nein, lass mich, warum soll ich reinrennen? Der läuft mir einfach nur, ich mach doch nichts. Egal, komm zurück zum Video. Ja, jetzt geht er, okay. Ihr hört ja auch schon im Hintergrund hier rechts von mir, da haben die also Training, glaube ich, ne Halle. Hier, Freunde, hier hinter mir ist so die Sporthalle. Da können die Jungs sich in der Halle fit halten. Da vorne ist das Trainingsgelände. Da haben wir auch gerade CR7 gesehen. Aber wir gehen auch mal in die Richtung hin. Also die Spieler kommen jeden Morgen hier rein, Freunde. Laufen hier an den ganzen Pokalen vorbei, haben natürlich dann immer wieder den Eindruck bzw. die Geschichte des Vereins hier und laufen dann quasi zu den Plätzen raus. Also ist es schon cool aufgebaut, finde ich. Die Leute kommen hier mit den Taschen rein, laufen straight durch und sind dann auf den Trainingsplätzen. Hier drin sieht es wirklich genauso aus, wie ich erwartet habe. Sehr luxuriös, sehr modern, wenn du jetzt hier mal das ganze Gelände nochmal zeigst gleich. Ich finde es persönlich mega, mega spannend, mega interessant und echt eine runde Geschichte. So, Freunde, ich zeige euch noch mal einmal hier ums Eck. Da dürfen wir eigentlich nicht hin, aber ihr kennt mich. Ich filme trotzdem hier rein. Krass. Das sieht wirklich krass aus. Ja, wie gesagt, hier halten sich die Spieler auf. Krass. Oben die Decke, richtig krass. Aber hier ist das Büro vom Sportvorstand. Das heißt, von dem Geldgeber, sagen wir es mal so. Der entscheidet hier in diesen Räumlichkeiten über Transfers, über alles, was wichtig ist. Wir können hier ein paar Schritte reingehen. Sieht auf jeden Fall auch sehr modern aus, sehr, sehr schick. Also Freunde, ich habe selten erlebt. Okay. Also Freunde, ich habe selten erlebt, der Bruder hinter mir da, hinten schreit da rum. Ich habe selten erlebt, dass in einem Fußballtrainingsgelände einfach ein Basketballfeld eingebaut ist. Okay. Sind die Körper auf Normalhöhe? Ja. Nein, die sind doch nicht. Die sind nicht. Das ist keine Normalhöhe. Guck mal. Die höher normal sind ein bisschen. Die sind viel tiefer. Digga, ich könnte da sogar danken mit 1,80 Meter Körper. Ja, ich sag ja. Aber ich habe nicht gesehen, dass meine Kinder auch kleiner machen. Kenn ich gar nicht so. Also, Freunde, nur zum Vergleich. Die haben hier 200 Millionen im Jahr für CR7 geblecht, ne? Dann frage ich mich. Warum haben die nicht so ein richtig geisteskrankes Trainingsgelände? Wie gesagt, das ist gut, ohne zu haten. Das ist, ich war aber schon in einigen, also auf einigen Plätzen und in einigen Vereinen. Ihr habt ja Brighton gesehen, da habe ich auch ein Video zu gemacht. In Brighton haben die 40 Millionen für die Trainingsanlage investiert. Das sah so geisteskrank aus. Und ich sage gar nicht mal, dass sie 40 Millionen investieren müssen. Aber wenn die 200 Millionen für ein Gehalt zahlen können, für einen Spieler, okay, es ist CR7, dann frage ich mich, warum können die nicht einen Bruchteil davon, vielleicht 5 Millionen, 4 Millionen oder 3 Millionen, erstmal für die Jugendplätze da draußen investieren oder für die Anlage hier, weil es ist okay, es ist gut, aber es ist noch lange nicht krass, wo man sagt, boah, es ist heftig oder so, sondern es ist gutes, ohne zu übertreiben, gutes Zweitliganiveau, also zweite Bundesliga, dritte Bundesliga, so in dem Bereich findet das Ganze hier statt. Also, und draußen für die Jugendbereiche ist das natürlich nicht mal, keine Ahnung, das ist wirklich unterste Schublade, die Plätze sind dreckig auch. Also das ist echt traurig, meiner Meinung nach, und ich verstehe das auch nicht, ist nur meine persönliche Meinung. Ich glaube, da kann der Verein wirklich deutlich mehr machen, ohne respektlos zu klingen und ohne das Böse zu meinen. Und ich bin unglaublich dankbar für die Chance hier zu filmen. Danke an den Verein, also danke nochmal an den Verein, aber da geht mehr. Freunde, kurzer Location-Wechsel. Wir sind auf den Malediven und ich will euch die Fitgun zeigen. Eine wunderbare Geschichte, einfach für unterwegs, ne? Auch natürlich auch für zu Hause. Ihr habt hier die Massagepistole drin, richtig, richtig hochwertig und stark. Und dann hier natürlich noch verschiedene Aufsätze. Und die Anwendung zeige ich euch jetzt. Freunde, so einfach ist die Anwendung. Einfach einschalten, die Intensität bestimmen und dann ganz entspannt massieren. Ich glaube, es gibt nichts Entspannteres im Urlaub als die Fitgun. Für zu Hause und unterwegs auch. Überragend, wie ihr hier sehen könnt. Mit dem Code DIA50 gibt es gerade momentan einen Mega-Rabatt. Da könnt ihr 50% mit sparen. Ich packe euch den Link rein, den Code rein. Und ich will jetzt auch gar nicht mehr so lange labern. Gönnt euch die Fitgun, es lohnt sich auf jeden Fall. Wirklich sehr, sehr hochwertiges Produkt. Und jetzt weiter im Video. So, dann kann er einfach hoch.
Mach einmal vor, einmal ganz kurz. Einmal. Achso, ja, aber du kommst da, ihr wisst, was ich meine. Nein. Er kommt einfach hoch und was ich noch sagen wollte, aber hier den Anblick hat CR7 jeden Tag und es ist halt, ja, eher komisch. Also Freunde, eigentlich durften wir nicht auf die Trainingsplätze drauf, weil er hat uns erzählt, Fabrizio Romano war hier, die haben den weggeschickt. Es sind momentan tausende Anfragen, die erreichen, die mal beim Training zugucken wollen, das Trainingsgelände filmen wollen. Und die lassen momentan keinen rein, wegen CR7. Wir haben ihn gerade kurz gesehen, ich blende es nochmal ein. Aber was wir auch noch gesehen haben, hier ist einfach eine Tür auf. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich so dreist bin und jetzt einfach da reinfilme. Ist mir scheißegal, ich ziehe das durch. Morgen fliege ich eh nach Hause, dann können die mich nicht verhaften. So, Freunde, wir gehen jetzt mal rein. Wir tasten uns mal ein bisschen ran. Die Tür geht minimal auf. Boah, ist das... Ich muss sehr, sehr vorsichtig sein, ehrlich. Ich gehe mal hier so mit der Kamera rein. Ihr seht hier die Trainingsplätze, die Jugendmannschaften. Hier sind noch einige Leute. Boah, ich muss jetzt schnell machen. Hier trainieren noch einige Leute. Aber hier da hinten sind auch noch andere Jugendmannschaften. Also es gibt gute Jugendmannschaftenplätze und auch schlechtere. So sieht das Ganze aus. Boah, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt machen wir die Tür langsam wieder zu. Also Real Talk, Freunde. Ne? Ich finde, das sieht nicht mal geil aus. Und wir haben CR7 hier diese Straße entlang fahren sehen. Guckt euch das mal an. Also es ist, ohne das schlecht zu reden, es sieht nicht gerade luxuriös aus. Also ich habe mir da innen drin mehr vorgestellt. Also es ist okay, es ist gut, aber in Europa sind das natürlich ganz, ganz andere Verhältnisse. Ich war bei Paris, ich war bei Real Madrid. Das kann ich natürlich jetzt nicht mit Al-Nassr vergleichen. Aber auch normale Bundesligamannschaften oder Zweitligamannschaften haben eine bessere Anlage als das, was wir hier sehen. Aber es ist interessant. Es ist auf jeden Fall interessant. Und wir wissen ja alle, warum CR7 hier ist. Es geht natürlich nicht darum, dass es eine geile Liga ist. Es geht auch nicht darum, dass das eine geile Mannschaft ist, sondern es geht einfach nur darum, ja, Geld zu verdienen und das kann man hier und dann ist es ja auch, finde ich, fein und ist okay. Was ich auch noch krass finde ist, falls man beim Training zugucken möchte und die tun jetzt gerade alle so, ah, es ist so top secret, man darf auf gar keinen Fall rein, dafür ist da einfach das ganze Tor einfach so auf, unbeaufsichtigt und man, ihr seht, abgesehen, CR7 hat vor einer halben Stunde da auch noch trainiert. Also eigentlich kann da rein theoretisch jeder gucken und ich zeige euch auch mal den Zaun. Nein, wir müssen erstmal rüberklettern. Ja, aber du kannst auch rein theoretisch einfach rüberklettern und jedes Training sehen. Und wie gesagt, das soll alles kein Hate sein, sondern wir hören uns einfach nur so ein bisschen um. Deshalb ist es für uns einfach nur so ein bisschen, für mich persönlich, weil ich ja wie gesagt diese Armut in Ghana auch miterlebt habe und weil das mir auch persönlich nahe geht, ist es für mich nicht immer einfach, das Ganze so zu sehen. Gerade wenn man Reichtum hat, bin ich weiß, dass Ronaldo viele Projekte macht, um anderen Leuten zu helfen. Aber auch vom Verein wünscht man sich das dann vielleicht irgendwo, man sagt, Alter, ihr habt doch so viel Geld, das ist euer Land, eure Stadt auch irgendwo. Und ihr seht so viele Leute, die leiden. Wir haben uns mit Leuten unterhalten, die sagen, ja, es interessiert sich keine Sau für uns, wir müssen hier hart schuften für unser Brot irgendwo. Dagegen werden hunderte Millionen Euros verbrannt für Spielergehälter. Ich weiß es nicht. Hier befinden wir uns noch auf dem Außengelände, Trainingsgelände quasi. Hier kann man Beachvolleyball, Beachfußball, Basketball draußen. Hier sind noch Hallenfußballtore aufgebaut. Und genau, hier kann man wie gesagt noch draußen Sport betreiben. Es regnet jetzt ein bisschen. Wie gesagt, echt komisch. Es scheint die Sonne, es regnet. Naturspektakel. Aber so ist das hier quasi noch außen, die Außenanlage. Freunde, wenn euch meine kleine Wüstentour hier gefallen hat, hier bei Al-Nassr war eine richtig coole Sache, eine coole Erfahrung hier gewesen zu sein. Wirklich sehr, sehr freundliche Leute. Das, was ich negativ angemerkt habe, ist jetzt wirklich nur meine persönliche Meinung. Trotzdem bin ich natürlich, wie gesagt, mega dankbar dafür, hier filmen zu dürfen. War eine coole Erfahrung. Trotzdem mit Sicherheit hier einer der größten Vereine in ganz Saudi-Arabien. Mit viel Entwicklungspotenzial, um das so zu formulieren. Aber ich glaube, die sind auch da dran. Wenn euch das Video einfach gefallen hat und ihr das interessant gefunden habt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke aktiviert, um einfach nichts zu verpassen, weil ich in Zukunft immer wieder interessante Projekte im Fußballbereich angehen werde.